Hippotheros ist ein Pokémon mit dem Typ Boden, existiert seit der 4. Spielgeneration und entwickelt sich aus Hippopotas. Hippotheros ist ein recht großes, flusspferdartiges Pokémon mit einem plumpen und dicklichen, allerdings kräftigen Körper und den 4 kurzen Beinen, um die sich je 2 graue Ringe legen, trägt es scharfe Krallen. Seine Farbgebung unterscheidet sich zwischen männlichen und weiblichen Exemplaren. Während Männchen überwiegend dunkelbraune Haut haben, sind Weibchen dunkelgrau gefärbt. Gemein ist beiden die große grauenbraune Schnauze mit kraterförmigen breiten Nasenlöchern sowie der Rücken in derselben Farbe, der ebenfalls von vielen kraterartigen Löchern bedeckt ist. In der Shiny-Form erscheinen die normalerweise grauen Körperbereiche von Hippotheros beider Geschlechter in einem olivgrün, der Rest ist bei Männchen hellgrün und bei Weibchen dunkelgrün. Hippotheros besteht entsprechend oder nutzt zu einem großen Teil aus schlagkräftigen Bodenattacken. So kann es beispielsweise mit Sandwirbel die Sicht seiner Gegner verschlechtern, das Erdreich mit Erdbeben erschüttern oder seine Gegner mit Sandgrab unter einer Schicht Sand begraben. Außerdem hat es Zugriff auf Attacken wie Gena, Schlaf, Rede und Tagdieb. Es hat die Fähigkeiten Sandsturm und Sandgewalt, die eng mit dem Sandsturmwetter verbunden sind. Hippotheros sind üblicherweise in sehr trockenen und wüstenartigen oder felsigen Gebieten wie der Route 228 in Sinnoh oder dem Wüstenresort zu Hause. Das Pokémon zeichnet sich durch ein fast 2 Meter breites, kräftiges und sandbewehrtes Maul aus, mit dem sich verschiedenen kräftigen Bissattacken zunutze machen kann. Es wirkt träge, doch ist leicht reizbar und sehr temperamentvoll und mit weit aufgerissenem Maul steht er das Gegner ein, bevor es aus seinen Körperöffnungen mit hohem Druck Sand schießt und Sandstürme verursacht. Es ist häufig dabei zu beobachten, wie Sand ausstößt und damit seinen angesammelten Sand austauscht, um gesund zu bleiben. Und nicht selten werden seine Körperöffnungen von Felsbrocken verstopft. Sie werden dann von Lithomid gereinigt, zudem Hippotheros deswegen unerwartet friedlich ist und es beschützt. Dabei ist es der 2. Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 34 aus Hippopotas. Bei der Entwicklung wird Hippopotas um einiges größer und auch erheblich schwerer. Es bilden sich mehr große und auch kleine Poren auf seinem Körper, aus denen Sand austreten kann. Zudem ist die Nase nicht mehr so auffällig groß. Man kann zwar längliche Eckzähne am Unterkiefer erkennen, wodurch es noch mehr einem Flusspferd ähnelt. Und mit seinem Typen ist es immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift- und Gesteinattacken, doppelt Schaden gegen Wasser-, Pflanzen- und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.